Guten Tag, der Pokal steht an. Dresden gegen Union. Ein ostdeutsches Duell, das viel Brisanz mit sich bringt. Wir spielen gegen den Bundesligisten. Das wird, hat mir Captain Obvious per SMS geschrieben, keine leichte Aufgabe. Wir sind mäßig in die Saison gestartet, Sieg und eine Niederlage. Da wissen wir noch nicht so ganz, was wir davon halten sollen. Vertragstechnisch haben wir auch noch nicht alles geklärt. Burns wird jetzt wohl, ich frage immer, rufen die Burns oder Burns, wenn die nach dem Rufen auf dem Flur. Auf jeden Fall, der wird jetzt wohl ausgeliehen. Außerdem, ja, Linksverteidiger brauchen wir nach wie vor. Aber die Transferliste ist noch eine Weile offen. Wir machen erstmal das Pokalspiel und wollen uns darauf jetzt erstmal konzentrieren. Wir trainieren Standardsituationen. Dazu gehört meines Wissens auch das Elfmeterschießen. So, Buerns wechselt auf Leihbasis nach Bologna, FC Bologna. Eliofsson hat mit Frauen ein neues Haus. Endlich mal wieder. Ich sag's ja hier schon ständig seit Folgen, dass man immer, wenn man guckt bei den Spielern, niemand ist verheiratet, niemand hat Kinder. Ich meine, wie gesagt, ist ja für den Job und die Konzentration darauf eigentlich gut. Aber der A, der setzt jetzt mal im Jahr 2051 ein Statement und hat sich ein ganz neues Hobby gesucht. Das kennen viele gar nicht mehr. So, Meldefrist für den Europapokal ist abgelaufen. Weitere Neuverpflichtungen sind damit in der Saison nicht mehr spielberechtigt. Patrick Nemeth von Man United verpflichtet für über 20 Millionen. Und ja, wir spielen zu Hause. Wir haben viele gute Torhüter. Der alte Fuchs, der Datkovic, 37, Lenzen. Der ist der Pokaltorhüter und er will es nicht bei dem einen Spiel belassen. Ansonsten wird jetzt hier aber nicht großartig rotiert oder gewechselt. Die Priorität liegt auf dem Pokal. Wir stellen den Einsatz hoch. Wenn ihr das schafft, spricht der Papst euch heilig. Ihr könnt heute unsterblich werden. Noch in 100 Jahren werden sie euren Namen mit Ehrfurcht aussprechen. Auch die Frauen. Sie blicken in Gesichter, die bereit sind, alles zu geben. Auch nur 14.700 Zuschauer da? Was soll das denn? Ordentlicher Platzzustand. Udo Lindenberg tippt 2-5 auf Union. Und wir wollen hier den Fight anbieten. Boah, der Schuss Campos souverän pariert von Bastaniello. Die werden in zweite. Und dann gehen wir direkt in Führung. Julian Diaz mit dem 1-0 nach Vorlage. Robin Philipp. Aber direkt danach in derselben Minute. Yatta Barré auf Kakuta gegen Vakaso. Und hebt den Mann mit der Hacke. Das geht aber voll daneben. Und wir führen. Die werden den Zweitligisten ja sowieso ernst nehmen. Das war klar, dass die hier nicht im Freizeitdress kommen werden. Aber jetzt hier Lingmann auf Anhari. Der stoppt den Ball mit der Brust, schlägt ihn aus der Drehung in die Mitte. Der Ball landet hinterm Tor. Boah, guter Auftakt hier. Vakaso jetzt mit dem Einwurf. Direkt nachlegen, Leute. Hoch und weit in den Strafraum. Adler verlängert mit dem Kopf. Da kommt keiner dran. Ja, viele spielen hier in der ersten Runde gegen Amateure. Andere haben es hier direkt auf Augenhöhe zu tun. Das hat alles so seinen Reiz. Und diese erste Halbzeit hat auch seinen Reiz, weil wir jetzt die Chance haben, das 2-0 zu machen. Philipp zieht den Ball hart an den Fünfer. Bednarek versucht zu klären, köpft den Ball zur Ecke. Es hat sich da gelohnt, die Standards hier zu trainieren. Eckball von links. Jetzt Philipp den Assist gegeben, hat schon viele Assists beigestellt. Bastianello fängt den Ball sicher ab. Einwurf durch Yatta Barré. Union noch ohne Torchance. Muss aber nichts heißen. Das kann sich schnell ändern. Das haben wir am letzten Spieltag gesehen. Diakabi köpft den Ball aus der Gefahrenzone. Wir führen zur Halbzeit. Wunderbar. So kann es weiterlaufen. Wenn wir keine Torchance zulassen, ist klar, was passiert. Diakabi bekommt ein Lob. Ein Lächeln huscht über sein Gesicht. Die Jungs, in den ersten Minuten seid bitte besonders vorsichtig. Dann ganz normal weiterspielen. Läuft gut, aber es ist noch ein langes Spiel hier. Einwurf jetzt, Yatta Barré, den Namen hören wir öfters, der versucht es mit Einwürfen, der Ball senkt sich vor dem Tor, aber Datkovic parkt sicher zu. Der Veteran, der will hier noch möglichst viele Pokalspiele mitmachen, der weiß, ob er in der Liga noch zu vielen Einsätzen kommt. Lingmann schlägt den Ball mit Gefühl nach innen, Datkovic kommt raus, parkt sicher zu. Der Obi-Wan Kenobi des ostdeutschen Fußballs hier, Bünning gegen Gnausch, Gnausch ist auf dem Pfosten, direkter Freistoß jetzt von rechts, 29 Meter Torentfernung. Philipp tritt den Ball hoch vors Tor. Dechler versucht den Ball abzuwehren, verlängert ihn ungeschickt in die Mitte und Bastianello kann sich das
Leder schnappen. Eckball jetzt für Union. Die werden sicher auch eine Kopfwäsche bekommen in der Halbzeitpause vom Trainer. Bednarek setzt sich gegen Diakabi durch, kommt zum Kopfball und da ist nämlich der Ausgleich. Verdammt. Aber direkt Mund abputzen. Diaz will das nächste Tor auf Fiedler. Jamil kann den Ball blocken und klären. Können wir uns hier vielleicht auf eine Verlängerung einstellen. Stand jetzt, sieht es da mal aus. Genau, sieht gelb, aber ist ja noch halbe Stunde zu spielen. Jetzt nicht voreilig Schlüsse ziehen. So, wir sehen die Spieler, die alle relativ gut spielen. Deswegen warten wir mal aufgrund des Spielstands ein bisschen mit den Wechseln. Und jetzt liegen wir hinten. Pavel Bednarek dreht das Spiel. Aber sofort danach Bünning. Nach links, Richtung Eckfahne. Diaz drischt den Ball hoch vor das Tor. Jetzt müssen wir natürlich reagieren, denn jetzt liegen wir auf einmal hinten. Das kann natürlich gegen den Bundesligisten schnell passieren. So, wir schrauben die Spielweise auf Offensiv. Einsatz ist sowieso schon oben. Fujinovic kommt für Campos. Wir ändern die Grundausrichtung jetzt aber nicht entscheidend. Der Frauenheld kommt für Fiedler. Bünning, der orthodoxe Linksverteidiger. Wenn er das noch länger macht, dann wird er wahrscheinlich das als Hauptposition sehen. Diaz schlägt den Ball weit vor den Strafraum. Philipp flankt. Kein Abseits. Adler kommt mit der Fußspitze dran. Bastianello hat damit keine Schwierigkeiten. Wir haben noch Chancen. Jetzt aber hier auf der anderen Seite. Kolkovan nimmt den Ball mit der Hacke mit. Dringt in den Strafraum ein. Schießt genau auf den Keeper. Und der packt sicher zu und kann jetzt vielleicht den Konter einleiten mit einem weiten Abschlag in die Sturmspitze. Aber nein, da passiert nichts. So, wir wechseln noch ein letztes Mal. Ferrati kommt für Hemlein. Wir stellen auf die Brechstange. Passiert jetzt noch was. 85. Minute. Und wir sind leider gegen den Bundesligisten ausgeschieden. Haben uns hier aber tapfer und teuer verkauft. Aber sind jetzt natürlich auch umso enttäuschter. Haben aber über 460.000 Euro eingenommen. Mussten keine Prämie zahlen. Bednarek, der Matchwinner, in 13 Minuten hat er uns hier den Traum ausgeknipst, ist natürlich dementsprechend der beste Spieler des Spiels. Spiel bekommt die Note 4 gegen das Walten. Pokalfight. Nicht schön, aber dreckig. That's what she said. So, Preußen Münster verliert gegen Köln. 1. FC Köln. Gladbach verliert gegen Leverkusen. Bayern München verliert gegen Augsburg. Wer ist denn eigentlich hier Titelverteidiger? Wien Wiesbaden verliert gegen RB Leipzig. Halle verliert gegen Bielefeld. Wir gucken jetzt mal nur, ob es Überraschungen gab bei den ungleichen Duellen. Ja, Zweitligist Stuttgart besiegt Erstligist Freiburg. Drittligist Reden besiegt Erstligist Eintracht Frankfurt im Elfmeterschießen. Die Amateure kriegen alle hier auf den Sack. Koblenz hat wenigstens ein Tor geschossen. Zweitliga-Duelle. Regensburg gewinnt gegen Paderborn. Wolfsburg gewinnt gegen Cottbus in der Verlängerung. 8 Tore in der Verlängerung. Drittligist Kiel besiegt Zweitligist Kaiserslautern. Drittligist Heidenheim besiegt Zweitligist Fürth. Drittligist Rostock besiegt Zweitligist Hannover. Verlängerungen gab es hier häufig. Amateure verlieren. Zumindest Bayern Alzenau hat ein Tor geschossen. Drittligist Jena verliert gegen Drittligist Hoffenheim. Dann die anderen Amateure kriegen auch auf den Sack. Optik Rathenau klingt immer ja, wie ein Optiker halt. Ne? Und Union Fürstenwalde haben wenigstens Tore geschossen. Wir gucken uns trotzdem die Auslosung an. Union wird jetzt natürlich den Titel holen. Sie sind jetzt natürlich haushoher Favorit. Jahn Regensburg gegen Eintracht Braunschweig. Mainz 05. Zweite Mannschaft. Ist die erste Mannschaft noch dabei? Gegen VfL Bochum. Karlsruher SC gegen 1. FC Köln. Ein schönes Los. Nürnberg gegen Auer. Schönes Los. Ingolstadt. Zweitligisten im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Oh, 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 oh. Unsere Liga-Genossen treffen aufeinander. Hoffenheim, der Drittligist, mittlerweile wieder gegen Schwarz-Weiß Reden. Ein Drittliga-Verein ist damit garantiert im Achtelfinale. Schalke mit dem Heimspiel gegen Osnabrück. Augsburg spielt zu Hause gegen Union Berlin. Ja, gegen den kommenden Titelgewinner Unterhaching, meine alten Freunde. Denen gehört jetzt natürlich mein Herz hier. Gegen VfL Wolfsburg, Dritte gegen Zweite Liga Heidenheim. Wir sehen, viele Drittligisten sind hier noch in der Trommel drin. Viktoria Köln muss nach Heidenheim. Düsseldorf mit einem Heimspiel gegen Wacker Burghausen, die Bundesligist sind, dürfen wir nicht vergessen. Leverkusen als Bundesligist spielt gegen Stuttgart, erste gegen zweite Liga. Sicher eines der hochkarätigsten Lose hier. Würzburg gegen den HSV, der Erstligist mit dem Heimspiel. Manchmal ein bisschen unfair in Augen vieler Fans. Rostock gegen Kiel, Drittliga-Nord-Duell und Mainz, ja die erste Mannschaft ist noch dabei, trifft auf einen anderen Erstligisten,
Arminia Bielefeld, Werder Bremen, dritte Liga gegen RB Leipzig, erste Liga. Und das war's. Drei Erstliga-Duelle. Unterharing noch dabei. Die Football-Abteilung darf ein Ligaspiel im Fußballstadion ausrichten. Noch einige Fans werden erwartet. Hinterher sieht der Platz aus, als hätte eine Horde Wildschweine gewütet. Ja, die US-Sportteams sind ja oft kurios benannt. Sind wir die Wild Boars? Oder? So, wir spielen jetzt gegen den BVB. Die stehen in der Tabelle hinter uns. Sie haben zwei Unentschieden geholt. Aber das wird jetzt nicht leichter. Jetzt in dieser englischen Woche wird natürlich rotiert. Wie Dortmund gerade im Pokal gespielt hat, habe ich schon wieder vergessen. So, wir rotieren mal ein bisschen. Der Rötlund kommt mal zum Einsatz. Nicht, dass wir uns hier die nächste Niederlage abholen. Ein bisschen Rotation muss sein. Ist die Welt voll Sonnenschein? Der Einsatz ist wieder normal. Ich spare mir jetzt einfach mal die Worte. Mittelmäßiger Platzzustand. Stefan Raab tippt 2:1 auf uns. Fiedler wird 20 Meter von dem Tor nicht angegriffen. Dortmund hat natürlich auch eine englische Woche. Kann sich die Ecke aus und satter Schuss. Peischef boxt den Ball zur Ecke. Der Ball wäre allerdings vorbeigegangen. Eckball von links für uns. Es wird hier nicht zu viel rotiert haben, als wenn die Dortmunder auch gemacht haben. Zwischenbrugger wird sich dazwischen, klärt zur erneuten Ecke. Natürlich mehr Qualität im Kader. Die sind natürlich klarer Favorit auf den Wiederaufstieg. Peischef schaut verblüfft zu und der Ball ist im Probleme in der Audioübertragung. Aber wir führen Juri Campos. Sie müssen jetzt mit meiner engelsgleichen Stimme hier erstmal Vorlieb nehmen. Peischef nimmt Vujinovic den Ball vom Fuß. Bada. So, wir führen. Campos, die Stürmer treffen. Das ist immer wunderbar. Ich weiß nicht, warum der Ton nicht da ist, aber wir machen das Beste draus. Da ist wohl ein Kabel gerissen oder ich weiß es nicht. Der Audiokanal hat Verstopfung. Sebastian Lopez sieht hier gelb. Jordanov gegen Gbo. Ich imitiere jetzt mal für Sie hier die Zuschauer, die rufen Schulz, 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 Schulz. So, und die Dortmunder, die rufen den nach dem Lopez, der hat jetzt mit dem Ball, schlägt einen Haken, flankt in den Strafraum an Freund und Feind vorbei, segelt der Ball auf die gegenüberliegende Seite. Immerhin haben Sie ja noch Bild hier, Slivka, Sie können sehen, der schlägt einen Haken, flankt in den Strafraum, der Ball landet im Aus. Ja. Mit einer Führung sind wir am Mittwoch ja auch nicht gut umgegangen. Das soll jetzt hier besser laufen. Grimaldi verlängert. Bantic verlängert nochmal. Slivka, der kommt Muttersen an 1 zum Schuss. Außenpfosten. Wir führen 1-0 zur Halbzeit. Ich sag, macht weiter so, Leute. Und mir wird auch geflüstert von der Technikabteilung, dass wir aufgrund der Audioprobleme es auch dieses Mal bei einem 2-Spiele-Part belassen werden. Irgendwie haben wir jetzt hier auch gerade andere Probleme. Ich habe mir gerade die Rede überlegt für die Kabine, aber irgendwie komme ich, haben wir jetzt gerade keine Zeit mehr, deswegen spare ich mir die Ansprache. Gibt es keine Ansprache, ich habe hier zu lang hier vom Mikro gequatscht. So, Ansprache gab es nicht, aber die sind vielleicht auch mal froh, wenn sie mich nicht hören müssen. Jetzt hier Lopez nimmt den Ball mit, spielt vor dem Strafraum quer. Jordanov schaut auf den rechten Flügel mit einem wunderbaren Pass. Bader hart und flach in den Strafraum. Wie die Witze von Fips Asmussen. Der Ball kommt zu Slivka, der schlägt einen Haken, flankt. Keiner kommt ran, der Ball landet auf der anderen Seite des Feldes. Bader nimmt den Ball elegant bis zur Grundlinie mit, flankt aus vollen Lauf präzise in den Strafraum. Ich habe vergessen, die Torhüter zu wechseln, ne? Nein, doch, habe ich doch gemacht. Ich habe vergessen, die Namen zu lernen. Das habe ich. Sie haben nichts gehört. Die Fans rufen immer noch Schulz, Schulz, Schulz. So, wir wechseln jetzt mal. Vakaso kommt für Gobo. Wir führen immer noch. Und da ist Vujinovic mit dem 2:0. Den Namen habe ich drauf. Wurde auch gerade vom Stadionsprecher rausgeschmettert ins Mikrofon. Wir führen 2:0. Zwischenbrugger sieht gelb.
Und es sieht doch jetzt hier wunderbar für uns aus. Aber noch über 20 Minuten zu spielen. Vujinovic bedankt sich für die Aufstellung. Ich sag gerne. So, jetzt kommt Philipp für Vokita Sambo. Dann kommt Elfson für Fiedler. Damit haben wir dreimal gewechselt. Jetzt nicht noch das hier verzocken. Bader stoppt den Ball, stürmt plötzlich in den Strafraum. Die Dortmunder haben Schaum vorm Mund und wollen hier noch was reißen. Da kommt aber keiner ran. Ja, die großen Teams haben oft in der kleinen Liga Probleme, wenn die Spieler oft schon mit dem Gedanken in Saint-Tropez sind oder beim FC Chelsea. Pantic nimmt den Ball an, flankt direkt vor den Strafraum. Jordanov sieht sich Vakaso gegenüber, Doppelpass mit Forde, sehr schön gemacht, nimmt den Ball mit, dreht sich nach rechts, passt auf den Flügel, Pantic stoppt den Ball, flankt aus dem Stand in den Strafraum, aber Dobnik hat eine leichte Beute. Und das ist der Sieg, die Nullstand, 2:0 haben gewonnen und die Fans rufen immer noch Dresden, Dresden, Dresden. Aber sie haben auch meinen Namen genannt. So, 493.000, der Schiedsrichter war der beste Mann, 5 ist die Note des Spiels, das war schwach, wir zahlen 56.000 Euro. Vujinovic war der beste Mann, wir klettern in die erste Tabellenhälfte, haben jetzt 6 Punkte nach 3 Spielen, das sieht gut aus, ein Schnitt von 2,0, war auch beim Abitur gut genug, hat die Mutter gesagt. So, Wolfsburg verliert 0:1 gegen Paderborn, Hannover verliert 1:2 gegen Aue, Osnabrück gewinnt 1:0 gegen Regensburg, Cottbus verliert 1:3 gegen Bochum, Nürnberg gewinnt 2:1 gegen Viktoria Köln, Kaiserslautern verliert 0:1 gegen Halle, Stuttgart verliert 1:2 gegen Fürth, der HSV spielt 2:2 gegen Ingolstadt. Wir haben eine einzige Mannschaft, die noch mit lupenreiner Weste oben steht, das ist der VfL Bochum. Die wollen direkt durchmarschieren. Wir haben 2 Teams, die haben noch keinen einzigen Zähler, das ist der VfB Stuttgart und Hannover 96. In der 11 des Tages Vujinovic und Himmlein. Transfers, Burns ausgeliehen nach Bologna, Nego von Bochum nach Panathinaikos Athen, Kunic von Paderborn nach Netanya, Netanya, so nicht heute. Dann haben wir Wechsel von Rischke von Schalke nach Leicester City, Prodan von Sandhausen nach Bochum, Bayenko von Angers nach Stuttgart und wir sehen beim nächsten Mal Spiele gegen Regensburg und Osnabrück und vielleicht auch gegen Hannover. Wir gucken, ob wir mal zu dem Format mit den 3 Spielen zurückkehren. Aber wir müssen jetzt hier erstmal die Audioabteilung flicken. So, wir sehen zufriedenen Vorstand. Wir haben in der vergangenen Woche 430.000 Euro verloren. In der Regionalliga Nord haben wir auf den Aufstiegsplätzen Oldenburg und Kiel, auf den Abstiegsplätzen Wolfsburg 2, Haiger, Berliner AK und Rheden. In der Regionalliga Süd auf den Aufstiegsplätzen Darmstadt und Mainz 2, beziehungsweise aufsteigen würde, stand jetzt Kickers Offenbach auf Platz 4. Auf den Abstiegsplätzen Mannheim, Saarbrücken, Bayreuth und Grüße auch mal wieder dahin. Und Sandhausen in der Bundesliga auf den Abstiegsplätzen Mainz, Würzburg und Freiburg auf Platz 1, Bayern München mit 9 Punkten A, punktgleich mit Arminia Bielefeld, Wacker Burghausen, die wollen jetzt hier direkt in die Champions League durchmarschieren. Die stehen auf Platz 3. Dahinter steht Preußen Münster und auf den anderen internationalen Rängen Gladbach und Eintracht Frankfurt. Ich sage bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch.